Da können wir den direkt platt machen. Wenn ich auch hier die Reichweite erhöhe, dass ich hier mit mehr Leuten angreife. Komm, wir machen das jetzt. Wir haben jetzt hier mal den Krieg angefangen. Ist natürlich gefährlich, ne, wenn man jetzt so mit unbeförderten Einheiten kommt. Das kann auch komplett schief gehen. Und dann noch nicht mal eine Brauerei gebaut. Das ist eigentlich jetzt das Fatale an der Sache. Gut, aber ich kann es nicht anbinden, ne? Das ist halt jetzt das Problem. Oh, da unten gab es Eisen. Aber die werden halt jetzt erstmal so ein bisschen zurückgedrängt, muss man sagen. Dass die sehen, ja, hier, so geht's nicht. Hier unten sind schon die nächsten. Oh, Leute. Kann ich vielleicht erstmal ein bisschen hier in Richtung Gold was machen? Das wäre nett. Ah gut, zum Glück bin ich hier. Ah gut, wir bauen hier unten jetzt unsere Front auf. Hoffen, dass es dann hier irgendwo wirklich Gold gibt, dass wir dann Gas geben können. Hat sich jemand Gold? Nee. Aber ich fände hier das Eisen auch nicht verkehrt, weil Eisen wird benötigt. Aber kann ich bis zwei Bergwerke hinbauen. Das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich. Oh, es wird mal angegriffen. Aktivieren mal den Wegreißtrick. Wenn meiner verliert, dann reiße ich die Bude einfach weg. Oh, jetzt ist das weggegangen. Oh, das Fenster. Was ist denn das? Na gut, macht nichts. So, der Spähturm hinter ist weg. Können wir also wieder abreißen. Besetzt. Welches? Ach, das hier. Okay, gut, wir machen das jetzt hier. Wir gehen jetzt hier auf die Goldsuche. Also wenn hier jetzt kein Gold ist, dann weiß ich es auch nicht. Und dann bauen wir direkt hier Münzprägen en masse. Ihr wisst das ja, Münzprägen, Münzprägen Spamming. Wenn dann Gold da ist, dass es dann direkt losgehen kann. Wir haben jetzt vier Stück. Da gibt es auch nur Kohle. So, hier könnte ich doch jetzt mit dem Katapult Schaden anrichten. Ich will eigentlich jetzt hier nicht so viele Festungen hinbauen. Aber das muss jetzt natürlich auch verteidigt werden, hier das Land. Wobei es natürlich auch ideal ist dann für später, wenn dann wirklich Gold kommt. Okay, das scheint auch alles Kohle da zu sein. Das ist ja dumm. Das Granit, was ist denn hier auf dem Zipfel? Gold, 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 Gold. Gold, los, direkt. Oh, ich habe kein Holz mehr. Ja, bauen wir mal eine zweite
zweites Sägewerk. Aber der Weg ist ja ein bisschen blöd. Oh, die haben schon Gold, ja, die ersten. Wasser gefunden, okay. Jetzt haben wir ja zu viel gebaut hier, weil wir kein Holz mehr haben. Ein bisschen beschleunigen, obwohl das eher blöd ist jetzt in der Situation. So, bitte Nahrungsmittel jetzt wirklich mit Priorität auf Gold. So, die Holzfäller, die haben fertig. So, das ist schon das erste Goldbergwerk durch. Die kommt jetzt von da unten. Das gefällt mir jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Aber hier oben haben wir wahrscheinlich dann unsere Ruhe. Ein bisschen das Wegenetz hier ein bisschen schöner bauen. Oh, Land verloren durch dieses Gebäude. Oh, das macht erstmal nichts. Wir brauchen Holz hier unten. Wir brauchen Holz. Jetzt endlich mal. So, gut, die ersten Münzprägen nehmen den Betrieb auf. Na, die Schwarzen hier unten, die haben auch schon Gold. Eieiei. Könnte ich sogar angreifen, wenn ich das wollte. Achso, ich muss ja wieder zurückstellen hier. Aber wir haben noch keinen Bauernhof irgendwo gebaut. Das ist natürlich blöd, aber wir brauchen nämlich zumindest einen, der ein Bier braut. Nee, Bäckerei nicht. Ein Bierbrauer, weil das nämlich extra irgendwie, ja, den Soldaten Mut gibt. Die trinken sich dann Mut an und dann geht's los. Da kommt ein Jagdhaus hin. Münzprägen sind voller Kohle, aber Gold, da bauen wir mal eine Fischerhütte hin. Ah ne, warte mal, das sind dumme Anbindungen. Wegen dem Bauernhof, da braucht ja bisschen Platz zum Dingsen. Das Jagdhaus, das klappt auch noch. So, können die jetzt irgendwie hier rum? Ah, hier ist aber alles noch zugebaut. Ach nee, ist es der Schwarze? Oder ist es der Rosa? Ne, ist es der Schwarze? Oder ist es der Rosa? Ne, ist der Schwarze. Hier drüben sind sie auch schon wieder dran. Ich brauche noch ein drittes Sägewerk. Wir brauchen hier dringend Holz. So, jetzt geht die Goldproduktion los. Die ersten werden schon befördert. Gelb hat jetzt auch schon Gold. Oh, die bekämpfen sich ja schon anscheinend. Gelb und Grün, würde ich mal sagen.
So sieht's zumindest aus. So, der Gold-Output, der muss jetzt mal so richtig hier, oh ja, zack, ganz schön Sprung gemacht. Da haben auch schon die ersten Generäle, die wir hier hinschicken könnten. Oh, die sind ja schon auf dem Territorium. So geht's aber nicht, ja. So, jetzt haben wir noch ein Sägewerk. Jetzt ist hoffentlich die Holzabbausituation ein bisschen besser. Oh, jetzt haben die auch noch meinen Sperrturm hier erwischt. Und der Angriff kommt. Na gut, dort oben, da ist es jetzt... Oh, warte mal, da kann ich ja hier das Ding auch aufmachen. Hier sind schon alle Generäle drin. Oh, die bauen Katapult. Da muss ich jetzt aber wirklich schnell... Ja, und gehen jetzt nur mit diesen ganzen Billigfuzzis dorthin. Ich denke, wir haben hier Generäle. Da muss man doch wirklich nicht hier irgendwie, Achso, die sind jetzt hier rausgegangen oder was? Ja, auch nicht schlecht. Okay, das Katapult, das ist jetzt weg. Okay. So, da kommt wieder eine Angriffswelle. Oh, ich habe dich schon mit Gold überholt. Und Militärmacht, das kommt auch bald. Die Überholung. Der Holzfäller, der hat auch fertig. Oh, komm, gegen meinen General hat er sowieso keine Chance, ja, der Typ.